Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus meiner Serie der Do-It-Yourself-Kosmetik. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich möchte euch heute zeigen, wie man ein wunderschönes Gesichtspeeling herstellt mit ganz wenigen Zutaten und es ist auch recht einfach. Ihr benötigt als Material erstmal ein Becherglas und ich rate euch an, dass es so 250 Milliliter Fassungsvermögen hat. Dann benötigt ihr so einen Messlöffel, so einen kleinen. Am besten ist, ihr habt auch so von so einem Milchaufschäumer mit so einem gröberen Aufsatz. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr natürlich auch einen Rührstab nehmen oder irgendetwas anderes. Müsst dann aber ein bisschen länger rühren, weil, damit es dann gleichmäßiger wird. Dann benötigt ihr auch so Cremetöpfchen. Wenn ihr Gesichtscreme habt, könnt ihr die ja sammeln und oder von euren Freunden euch geben lassen. Gegebenenfalls kann man die aber auch kaufen. Ich habe sie, wie gesagt, von vorrätigen Gesichtscremes gesammelt. Ihr benötigt ein Parfümöl, selbstverständlich. Ich habe hier mir das Orangenöl rausgesucht, etwas Peelingsand, Gelbildner, Paraben K und Meristemextrakt. Wie viel ihr von was braucht, das werde ich euch dann gleich sagen. D-Panthenol 75%, kosmetisches Haarwasser. Und destilliertes Wasser. Das destillierte Wasser, das bekommt ihr in der Regel in Drogeriemärkten und in Supermärkten im Bereich der Putzmittel. Oder aber, habe ich auch schon gesehen, bei Autozubehör im Supermarkt oder im Drogeriebereich. Dort findet ihr das destillierte Wasser. Alle anderen Produkte, die ich euch hier benannt habe, das kosmetische Haarwasser und so weiter, diese ganzen Zutaten, bekommt ihr bei einem Online-Shop, den ich euch verlinke in der Infobox direkt unter diesem Video. Dort findet ihr den Link dazu. Dort bekommt ihr auch das Orangenöl und die weiteren Zutaten wie Becherglas und so weiter. Und warum setze ich mich mit der Do-It-Yourself-Kosmetik auseinander, hat folgenden Grund. Ich möchte ganz gerne wissen, was in meiner Kosmetik drin ist, was ich mir auf die Haut schmiere. Und dann kommt noch hinzu, dass ich festgestellt habe, wenn ich das selber mache, dann produziere ich definitiv sehr viel weniger Wegwerfplastik, als wenn ich die ganzen einzelnen Produkte jedes Mal neu kaufen muss. Fertigprodukte aus der Drogerie oder aus dem Supermarkt. Es bleibt leider nicht ganz aus, zu 100% auf Plastik zu verzichten. Ein paar Sachen werden in Plastik geliefert, aber größtenteils ist es sehr viel weniger, was ich produziere und das erleichtert mich doch sehr. Und wenn euch dieses Video gefällt, diese Anleitung, dann würde ich mich selber gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Falls nicht schon längst geschehen, dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist. Gegebenenfalls ihr habt die Glocke aktiviert und könnt als eine der Ersten sofort losstarten. Und Do-It-Yourself-Kosmetik sei noch ein Hinweis, eignet sich auch immer gut zum Beispiel für ein kleines Mitbringsel als Geburtstagsgeschenk, Weihnachtsgeschenk und dergleichen mehr. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Es geht los. So, als erstes fülle ich 90 Milliliter destilliertes Wasser hier in den Messbecher. So circa. Falls ihr mal ein bisschen zu viel Flüssigkeit habt oder ein bisschen zu viel Wasser generell, ihr könnt das dann mit ein bisschen mehr Gelbildner später aufstocken, dass es dann geliger wird und wieder fester wird. Dann benötigt ihr 5 Milliliter kosmetisches Haarwasser. Und einen Messlöffel von dem Gelbildner. So, als nächstes nehmen wir den Meristemextrakt und davon dann 18 Tropfen. So, und jetzt nehmen wir diesen Peeling-Sand oder Peeling-Granulat und davon 5 bis 6 Messlöffel voll.
So, jetzt habe ich hier 6 Messlöffel voll. Dann habe ich noch von dem Paraben K 20 Tropfen. Bei dem müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Im Vergleich zum Meristem-Extrakt ist das sehr viel dünnflüssiger. Und zum Abschluss noch 5 Tropfen Parfümöl. Wie gesagt, ich habe mich hier fürs Orangenöl entschieden. Ihr könnt natürlich jederzeit was anderes nehmen. So, und das Ganze wird jetzt verrührt. Wie gesagt, ihr könnt wählen, ob ihr einen Rührstab nehmt oder, falls ihr vorhanden habt, einen Milchaufschäumer mit so einem groben Aufsatz. Und ja, ich verrühre das jetzt so lange, bis das so eine gelige, feste Substanz ergibt. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Schritt. So, das Ganze sieht dann fertig gerührt, dann in etwa so aus. Und kann jetzt in diese Cremetöpfchen abgefüllt werden. Und fertig ist ein Peeling. Und das reicht für etliche Behandlungen, also etliche Durchführungen. Weiß ich nicht, so 5 bis 6 hält das bestimmt durch, mindestens. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren zu einer neuen Idee zum Nachmachen und hoffe, dass es euch genauso gut gefällt wie mir. Wenn ihr auch so einen frischen Effekt haben möchtet, könnt ihr das natürlich auch draußen auf die Fensterbank, auf dem Balkon beziehungsweise in den Kühlschrank stellen. Solltet es nur zeitig dann rausholen, bevor ihr das benutzt. Dann habt ihr noch so einen frischen Kick dabei. Und ja, hoffe, dass es euch gefällt und zum Nachmachen animiert und dass wir gemeinsam mehr und mehr von Wegwerfplastik reduzieren können und eben auch ganz genau wissen, was in unserer Kosmetik drin ist und was nicht, und wir das frei entscheiden können. Und wünsche euch jetzt erstmal alles Liebe, viel Spaß beim Nachmachen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Alles Liebe, bis dann, eure Romy. Tschüss!